Hallo und willkommen zurück in Oberstdorf zum Skispringen. Wir sind beim Nationencup unterwegs. Es gibt zwei Nationencup-Springen und wir sehen schon, es ist leicht neblig. Aber es gibt Aufwindbedingungen. Allerdings schneit es ein bisschen, was natürlich die Anlaufspur etwas zuschneit. Und damit sind wir auch langsamer unterwegs. Mal schauen, der Schanzenrekord ist wieder auf 115 Meter zurückgegangen, lustigerweise. Wir schauen uns mal den guten Herrn Jamrotz an, der da ordentlich staubt in der Spur. Ja. Das waren so Sprünge, wie es gestern auch in Innsbruck gab. Naja, was soll's, bin immer noch in derselben Aufnahme, logischerweise. Den Probedurchgang lassen wir mal weg. Nicht wundern, dass wir da jetzt in so loser Reihenfolge starten. Das ist natürlich dem Nationencup geschuldet. Mal schauen, wer mit uns noch im Team ist. Es ist wahrscheinlich Jens Hinterwald, oder? Mal schauen. Jawohl, Sven Hannawald ist also mit am Start. Wo springt er hin? Ui, hat er aber ordentlich einen rausgehauen. 106,2, das ist für ihn ziemlich gut. Und dann kommt jetzt Richard Freitag als Dritter des Weltcups, quasi als drittbester deutscher Springer. Hier natürlich im Nationencup mit dabei beim Heimspiel. So, der Wind dreht jetzt gerade ein bisschen. Aber es kann heute weit gehen. Das sieht man hier schon, erster Durchgang, Luke 3, 118 Meter. Ist jetzt schon quasi Schanzenrekord, die 126 Meter von eben zählen hier nicht, keine Ahnung warum. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich sag nur, in Kusamo Schanzenrekord 176 Meter, K-Punkt 120. Ja, also wie gesagt, vielleicht mit dem MotoGP-Bike kann Valentino Rossi da vielleicht runterrasen, aber wir eher nicht. So, der Abstand nach hinten war jetzt gar nicht so groß wie gedacht und der Sprung von Sven Hannawald wird auch relativiert dadurch, dass die anderen so stark sind. So, Andi Wellinger ein bisschen geschwächelt die letzten Male. Ja, aber auch nicht weiter als Richard Freitag, sogar kürzer, aber dreimal die 20. Wird aber ein enges Höschen jetzt mit der Führung. Weiß nicht genau, was Richard Freitag hatte, aber auch knapp über 120. Schauen wir mal. Und es sind, doch 2,2 Punkte Unterschied. Da war Richard Freitag dann. Die weiten Punkte haben es gemacht. Und da sehen wir mal, wie dicht die Konkurrenz hier dran ist. Also da haben wir bislang noch keinen perfekten Sprung gemacht. Oder die Konkurrenz ist einfach mal besser. Was ja erfreulich wäre. Wahrscheinlich beflügelt durch den Nationenwettbewerb. Gibt ja immer so Athleten, die im Teamwettbewerb einfach besser sind als einzeln. Ja, Severin Freund gehört nicht dazu. Scheiße. Naja, 96,1. Zweiten Durchgang machen wir ja auf jeden Fall. Ja, das war nicht perfekt. Nur 9 Punkte Vorsprung vor den Norwegern. Natürlich mit Sturz und Sven Hannawald. Aber gut, die haben Lasse Bischoff dabei. Also, das war suboptimal. Da waren die Abstände früher immer größer. Severin Freund natürlich nicht gut. Aber mal schauen, im zweiten Durchgang werden wir jetzt, denke ich mal, die 120 auch überspringen. Mal schauen. Jetzt Konzentration. Klappe halten. Also, ich. Ja, wie viel ist da denn noch drin? Also, er war ja komplett seitlich nach dem Absprung. Da muss man ja schon sagen, nur 123,5 Meter. Da geht noch viel, viel mehr. Weiß nicht, warum es mich da eben so verrissen hat nach dem Absprung. Natürlich jetzt erstmal die deutliche Führung, aber die anderen werden da ranspringen. So, jetzt aber, komm. Da sind ja 130 Meter drin. Ach, da wäre ich fast zu früh gelandet. Lauter Vorfreude, aber auch nur 124 Meter. Naja. Jetzt kommt ja unser bester Springer, der aber mit dem Gesamtsieg, also mit dem Tagessieg nichts mehr zu tun hat. 0,2 Punkte, Richard Freitag hinter Andi Wellinger. Also, Punktlandung. Wow. Sigurd Pettersen, Primož Peterka ganz dicht dahinter. Andi Goldberger auch.
Der Japaner schafft's nicht und Sigurd Pettersen auch nicht. Also wird's, naja, dreifach Sieg wahrscheinlich nicht, weil Severin Freund 96 Punkte im ersten Durchgang hatte. Da müsste er jetzt schon 150 Meter springen, um da hinzukommen. Und ab geht's. Komm, aber wenigstens neuer Schanzenrekord. Jetzt nochmal einen raushauen. Boah. Hammer. 127 Meter. Yes. 141,1 Punkte. Genau so einen Sprung hat man jetzt noch gebraucht. Reicht natürlich, wie gesagt, nicht mehr, um in der Tageswertung weit nach vorne zu kommen, aber das war trotzdem nochmal ein richtig guter Sprung. Ich glaube, das geht eigentlich auch nicht besser. Der Absprung war super. Kaum Bewegungen in der Luft, wie man da auch sieht. Und die Landung war im allerletzten Moment. Schauen, Landeanflug 97,1, da bin ich selten so gut. Ansonsten war das alles so im 95er Bereich. Kann man nicht meckern, 141,1, damit gewinnt auch Deutschland jetzt im zweiten Durchgang sehr, sehr deutlich. Haben wir alle Sprünge runtergebracht, da konnte uns keiner mehr das Wasser reichen. Damit führen wir den Nationencup an. Mal schauen, wie viel der Severin Freund dann jetzt noch geworden ist. Für den Weltcup zählt es ja nicht mit, also es ist wirklich nur Nationencup. Siebter ist er dann immerhin noch geworden. Natürlich nicht so gut fürs Geld. Und jetzt geht's zum nächsten großen Event des Jahres. Wir sind in Sapporo bei der nordischen Ski-WM dabei. Sollen zwischen 93 und 99 Meter landen und der Wind kommt leicht rechts von vorne. 3,2 Windstärke ist eigentlich noch okay. Ist wieder so ein bisschen Windlotterie dann wahrscheinlich. Bin mal gespannt. Ja, da sehen wir schon. Ja, der Wind. Ja, Sapporo ist ja nicht so meine Lieblingsschanze. Aber sind wir schon lange nicht mehr gesprungen. Kommt mir ewig her, dass wir hier gesprungen sind. Ewig. So, mal schauen. Da müssen wir gleich runter, oder? Ja, das war ein sensationeller Telemark. Der beidseitig gestandene, nicht beineingeknickte Telemark war das. Scheiße. Die Weite wäre es gewesen. Nur Severin hat leider den Knicks vergessen. Beziehungsweise, es war einfach schlecht gemacht von mir. Na, Motivation 78 inzwischen schon. Jo, hätten wir natürlich jetzt nochmal mehr rausholen können. Motivation auch nochmal plus 305.000. Der kriegt ja auch den Anzug, den Tuxedo Man. Beziehungsweise, huch, sind die, die Skier haben wir mir aber auch nochmal neue zugelegt. Deswegen schauen wir erstmal, huch, als hat er sich hingelegt. Das sah gerade sehr witzig aus. Schauen wir mal. Der Anzug war ein bisschen teurer noch, 115.000. Aber können wir uns dann vielleicht während der nordischen Ski-WM schon zulegen. So, mindestens 76 Punkte. Das kriege ich doch hin. Das sollte machbar sein. Hideo Miyagi. Der Schanzenrekordhalter. Stimmt, den können wir auch angreifen. Wenn man gute Bedingungen erwischt. Mal schauen, wie weit es jetzt schon geht. Aus Luke 2. Ja, das war jetzt mal eine Sicherheitslandung, aber war auch nicht gut. Relativ früh die Skier parallel gestellt. Gute, also passable Haltungsnoten. In dem Spiel hier kriegt man ja immer sehr gute Haltungsnoten. Als ich mir gestern das angeschaut habe in Innsbruck, habe ich dauernd gedacht, oh, was, nur eine 17? Das ist ja miserabel, aber es ist eigentlich der Standard. Was ich jetzt auch neu erfahren habe, ist, dass bei dieser grünen Linie, die da immer berechnet wird, dass da quasi die Haltungsnoten 18,0 als Standardwert eingerechnet werden. Das wusste ich auch nicht. Ui, also jetzt habe ich Sprungkraft nochmal ordentlich nach oben gegangen. Und Matti Hautamäki wettet mit uns. Andi Wellinger 67.000, das dauert immer noch, bis da der Anzug kommt. Also haben wir momentan nur Severin Freund als The Tuxedo. Auch ein Scheißfilm gewesen von Jackie Chan. Gibt ja richtig viele gute Jackie Chan Filme, aber der war Mist. Gefallen der Untertitel, der Deutsche noch. The Tuxedo, Gefahr im Anzug. Boah, kriegt man echt
zu viel. So, jetzt kommt der Wind ziemlich von der Seite. Ich weiß gar nicht, was müssen wir denn machen? Jetzt habe ich so viel über Jackie Chan geredet. Ich würde einfach mal normal runterspringen und eine Punktzahl holen. Das war kein guter Sprung. Ich glaube, wir sollten relativ viele Punkte holen. 102,5 Meter. Ja, aber 88 müsste reichen. Aber das waren jetzt alles keine Supersprünge, aber ich denke mal, im Training kann man mir das verzeihen. Herzlichen Glückwunsch! Glückwünsche nehmen wir doch an und stecken es direkt mal in neues Training. Ein bisschen abgenommen haben wir auch. Und dann geht es jetzt zur nordischen Ski-WM nach Sapporo, nach Japan. Ein Springen, was ja immer relativ früh am Morgen stattfindet. So 6 Uhr, 7 Uhr circa. Das gucke ich mir meistens nicht an. Also, das ist ja sowieso ein Springen, was immer viele Springer auch auslassen. Wenn ich Springer wäre, ich liebe ja Japan. Von daher würde ich da sowas von am Start sein. Aber ich kann es verstehen, die Reisestrapazen sind natürlich enorm, jetzt nach Japan zu kommen. Den Probedurchgang lassen wir weg und greifen jetzt vielleicht direkt mal einen Schanzenrekord, wahrscheinlich eher nicht. Aber mal schauen, was die Windbedingungen so machen. Severin Freund, der Mann in Gelb. Na? 119,5, ein halber Meter fehlt zum Schanzenrekord, aber der war super, der Sprung. Der hat 17,1 Punkte. Ein bisschen komisch, die Windbedingungen. Hab das Gefühl, der fliegt in Zeitlupe. Ganz andere Schanze als jetzt Oberstdorf, muss man sich erst dran gewöhnen. So, jetzt Andi Wellinger, der ja doch deutlich zurückgefallen ist im Kampf um den Gesamtweltcup. Die deutsche Ski-WM zählt da aber auch nicht mit rein. Da werden die Punkte jetzt sowieso auch wieder mitgenommen. Etwas früh. Aber deutlich weiter. Alter Schwede, wo ging der denn hin? 123 Meter. Super Haltungsnoten. Boah, 7 Punkte schon mal rausgesprungen an die Wellinger. Das war nicht so schlecht. So, jetzt Richard Freitag. Und Luke 3. Ich glaube nicht, dass es da nochmal weitergeht. Platz 2 ist aber drin. Und dass wir da jetzt schon einen Schanzenrekord gesprungen sind. Also hier kann man ja super springen. Hätte ich gar nicht gedacht. 124,5 Meter. Geht nochmal weiter. Und wir sind gerade mal aus Luke 3 unterwegs. Also da können wir die 130 jetzt im zweiten Durchgang auf jeden Fall knacken. Hammer. Also da gibt es deutlich Schlimmeres. So, Richard Freitag, Wellinger, Freund, das ist die Reihenfolge. Und wie gesagt, die Punkte werden mitgenommen. Da ist Severin Freund jetzt erstmal hinten dran. Aber Andi Wellinger ist ja sowieso unser Spezialist. Auch die Vier-Schanzentournee gewonnen. So, Michael Uhrmann kommt, Matti Hautamäki. Müssen wir uns jetzt nicht alle durchschauen. Ach, Daniel Gras ist ein Slowene. Ich dachte, das wäre ein Deutscher. Da Primož Peterka und jetzt Sigurd Pettersen, 240 Punkte. Gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt wird hoffentlich ein neuer Schanzenrekord gesprungen. Er klopft sich nochmal auf seinen schönen blauen Helm. So, jetzt Konzentration. Es kann richtig, richtig weit gehen. Das war zu früh. Ja, der war gut, aber der Absprung war zu früh und der Absprungzeitpunkt war auch nicht gut. Aber die Haltungsnoten sind passabel, würde ich mal sagen. 5x die 20. Selbst Eddie the Eagle gibt die 20. Ach so, es gibt Eddie the Eagle, der Film. Unbedingt anschauen. Ich habe den Trailer gesehen bei IMDb, der war super. Also hat er echt gut gefallen. Hugh Jackman spielt mit als Trainer von Eddie the Eagle. Alle, die ihn nicht kennen, der ist, ich weiß gar nicht, wann genau er mitgesprungen ist. Auf jeden Fall war er so ein Loser und wollte aber unbedingt mal zu Olympia. Ist dann Skispringer geworden in einem relativ hohen Alter und ist eigentlich immer Letzter geworden, aber der absolute
Held der Fans und die Leute wollten es aber verbieten, dass er teilnimmt, weil es ja peinlich sei, immer nur Letzter zu werden. Aber cool, dass es da jetzt einen Film gibt und sogar gut gemacht. Also gesehen habe ich ihn noch nicht, der Trailer gefällt mir allerdings. Könnt ihr euch echt mal anschauen. So, das war ein guter Sprung, kein perfekter. Also auch bis auf die Haltungsnoten, aber jetzt, da ist noch mehr drin. Weitenmäßig. Ach, das gibt's da nicht. Nee. Nee, das war überhaupt nichts. Das war zu spät. 127,5 Meter. Natürlich nicht schlecht, aber das... Nee. Schade, jetzt haben wir halt nur noch Richie Freitag, der ja den besten Trainer auch hat. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt. Deswegen hat er auch die besten Werte. Es reicht noch für die Führung für Andy Wellinger, aber da ist eigentlich mehr drin bei den Bedingungen. So, und jetzt mal wieder muss ich mich selbst ermahnen. Nee, da war jetzt nicht mehr drin, lustigerweise. Da kam auch ein bisschen mehr Wind von der Seite. Trotzdem noch 128 Meter. Aber schade, da wäre wirklich mehr drin gewesen. Ich will nochmal springen, verdammt nochmal, bei denselben Bedingungen. Komm. Ich meine, wir springen jetzt ja eh gleich nochmal in Sapporo, aber die Windbedingungen werden gleich anders sein. Knapper Sieg, wirklich ganz, ganz knapper Sieg. Wird auf jeden Fall spannend fürs nächste Springen. Innerhalb von 3,3 Punkten unsere Springer nur. Da ist also noch alles drin. Auch Sigurd Pettersen ist noch so ein bisschen in Lauerposition. 15 Punkte Rückstand sehen wir hier. Werde eben mitgenommen. Auch eher ungewöhnlich, dass dann die Jungs hier eine Woche in Japan bleiben müssen. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich so der Fall war. Aber was soll's. Dreifachsieg für uns. Wir machen wieder unsere Trainingswoche. Sehen, dass Severin Freund bei 77.000 ist. Dauert also immer noch für die neuen Skier. Und der Wind kommt. Ach, aber nicht so schlimm von der Seite. Mindestens 64 Punkte, das kriegen wir hin. Jetzt ist der Schanzenrekord auch wieder zurückgesetzt. Also, naja, 120 Meter können wir wieder schaffen. Denke ich mal, die Windbedingungen sind ja relativ schwach. 1,9 Windstärke, leicht von der Seite. Das kriegen wir hin. Na, ist jetzt doch erstmal ein anderes Fluggefühl, aber das war eben im Training ja auch nicht viel besser. 101,5 Meter. Trainingsaufgabe haben wir auf jeden Fall geschafft. Dann schauen wir mal, wer nordischer Skiflug-Weltmeister wird. Skiflug vor allem, Skisprung-Weltmeister, nordische Ski-WM ist das ja nur. Da sind ja auch die Kombinierer und so weiter alle mit dabei. Wobei bei denen momentan dauernd Wettbewerber abgesagt werden, weil kein Schnee liegt. Da sieht man halt, bei den Alpinen ist anscheinend mehr Geld vorhanden, als dann eben doch bei den Kombinierern. So, da Richie Freitag, 15.000, nochmal 6.000, nochmal 3.000, das muss doch jetzt reichen. Das muss reichen. Die Skier waren ja okay, 50, 80, der Anzug ist momentan 70, 65. Sollen wir ihm auch die neuen Skier geben? Dann geben wir ihm auch die neuen Skier. Die anderen gehen ja noch nicht, leider. Nur 90,35. Das ist natürlich schon an Bord. Versuchen wir, die so rot wie möglich zu machen. Obwohl es wahrscheinlich dann auch wieder eher pink aussieht. So. Ja, reicht gerade so das Geld. Aber man kann ja auch ins Minus gehen. Nein! Verdammt. Den Wachser können wir uns nicht mehr leisten. Aber trainieren dürfen wir trotzdem. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Dann hat Richie Freitag jetzt natürlich schade, gerade für Sapporo, ein bisschen, ja, schlechtere Skier. Mal schauen, die Wachsmilch. Und naja, 75,3. Das ist, denke ich mal, noch zu verschmerzen. Mal schauen, was das ausmacht. Auch mal ganz interessant zu sehen.
Ja, ich habe wieder nicht drauf geachtet, was wir machen müssen. Aber jetzt die neuen Skier. Aber schlechter gewachst. Da müssen wir landen. Jo, sauber. Viel weiter wären wir eh nicht gekommen. Genau 100 Meter. 81,5 Punkte, das sollte doch reichen. Aber das ist mal ganz interessant. Ich versuche jetzt mal auf die Anfahrtgeschwindigkeit zu achten. Bei Severin... bei Andy Wellinger, der die neuen Skier hat. Also Andy Wellinger und Richard Freiter kann man jetzt mal vergleichen. Beide dieselben Skier. Aber eben unterschiedliche Wachsmischungen. So, und weiter geht's. Achso, ja. Ne, manuell wachsen, das kriege ich glaube ich nicht hin. Da fehlt mir dann doch das Fachwissen. So, machen wir schnell noch das Training und dann geht's gleich zur Entscheidung bei der Ski-WM in Sapporo. Natürlich Naoya Kashio, also wie gesagt Noriaki Kasai, würde ich mal sagen, der ja wirklich ein Phänomen ist. Ich meine, man sieht natürlich, die Absprungkraft ist nicht mehr ganz so groß bei ihm. Das ist aber, denke ich mal, mit 43 Jahren auch vollkommen zu verstehen. Aber das Fluggefühl ist nach wie vor sensationell. Och nee. Was war denn das? Och, das war jetzt ein Murks. Ich wollte eigentlich relativ früh und sicher landen und dann macht er da so ein Ding. Kriegt auf die Fresse der Andy Wellinger. Der war auch jetzt überraschend oder sehr schön, dass er mal in die Top 10 gekommen ist. In Innsbruck. Der erste Sprung war echt gut. Der zweite war auch super. Ich glaube, 6. oder 7. ist er im Endeffekt geworden. Also generell ein gutes deutsches Ergebnis. So, aber jetzt genug von der Realität. Wir flüchten wieder in eine virtuelle Welt und entscheiden die nordische Ski-WM. Wie gesagt, jetzt mal Konzentration darauf, was es für die Anfahrtgeschwindigkeit überhaupt ausmacht, die Wachsmischung. Das machen wir jetzt gerade mal im Probedurchgang. Also Richie Freitag lassen wir springen und eben Andy Wellinger. Der Sprung ist eigentlich egal. Es geht nur darum zu schauen, wie die Anfahrtgeschwindigkeit ist. 92 Stundenkilometer. Ja, der Rest ist mir eigentlich wurscht. Komm, wir landen. Blaue Linie haben wir bei weitem nicht übersprungen. Windverhältnisse sind auch nicht besonders gut. 75,2 Punkte. Da war es eben deutlich schöner zu springen. Also, wenn ich da noch ein bisschen qualitativ besser weggekommen wäre. So, jetzt kommt Andy Wellinger. Also 92 Stundenkilometer, wie gesagt, identische Skier. Mal schauen, was die Wachsmischung ausmacht. 25% mehr. Boah, alter Schwede, 93,4. Das sind riesige Unterschiede. Das ist ja heftig. ...1,4 Stundenkilometer macht das aus. Da hat man mit Richard Freitag ja jetzt gar keine Chance. Naja, okay, Severin Freund kommt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass es ausgerechnet bei der Ski-WM ist. Ich dachte ja, wir könnten einfach ins Minus gehen. Die Landung war gerade noch so reingeschummelt. Glaube ich keine 20. Doch, es gibt sogar eine 20. Naja, vom Schweden. Die haben seit Jahren keine Ahnung mehr von Skispringen. Eigentlich wirklich schade, dass die Schweden generell so ein bisschen hinten dran sind. Matti Nykänen war das, glaube ich, oder? Der damals Rekordsieger war bei der Vierschanzentournee. Aber einen schwedischen Skispringer gibt es gar nicht mehr. 112,2, mal schauen, was das wert ist. Relativ viel, wie es ausschaut. Jetzt kommt Richard Freitag. Boah, schade. Aber Dritter sollte schon mindestens werden.
um wieder ein bisschen Geld zu sammeln. Eieieiei. Es geht deutlich kürzer. Und schon wieder so eine Landung, das gibt's doch nicht. 107 nur, also, dass die Wachsmischung da so viel ausmacht, gerade nur, also in Anführungszeichen nur 25%, die da ja fehlen, 91,1, das reicht für Platz 3. Ach herrje, ach herrje. Das ist bitter. Das waren dieselben Skier, nur halt anders gewachst. Und ein besserer Sprung natürlich noch. 117,5 Meter. Boah, heftig. Nur Platz 7 für Richard Freitag. Da müssen wir jetzt aber im zweiten Durchgang einen raushauen. Das geht ja nicht. So, auf geht's, komm. Scheiß auf schlechte Wachsmischung. Wir müssen vor allem so viel Geld verdienen, dass wir überhaupt wieder wachsen dürfen im nächsten Springen. Es gibt es doch nicht, ey. 107,2 Punkte, immerhin noch die 18 bei den Haltungsnoten, aber alter Schwede, ist das schlecht. Und wie gesagt, wie viel das ausmacht, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte jetzt eigentlich eher darauf getippt, dass der Unterschied ganz gering ist. Okay, ein paar Plätze haben wir noch gut gemacht, aber er wird nur Fünfter werden. Mann, Mann, Mann. Hoffe mal, dass das Geld dann reicht bis zum nächsten Springen, dass er die Trainerin entlassen wird oder der Trainer. Hätten wir lieber noch ein bisschen warten sollen. Bin ja momentan generell nicht so konzentriert. Ja, immerhin haben wir den Schanzenrekord jetzt nochmal verbessert. 122 Meter. Ordentliche Haltungsnoten. Aber es flasht mich jetzt gerade ein bisschen, muss ich sagen. Da sieht man mal, was theoretisch möglich ist. Jetzt hat er neue Skier und es bringt gar nichts. So, das ist der beste Sprung des Tages. Jo, ah, der war super. Jetzt habe ich wieder Jo gesagt, aber ich hatte es mir fast abgewöhnt. 128 Meter nochmal. Bei schlechteren Bedingungen als vorhin. Da sind wir auch nur auf 128 circa gekommen. 33,4 Punkte. Andy Wellinger ist Skisprung-Weltmeister. Der Sieger der Ski-WM. Die Abstände waren ja recht gering. Richard Freitag wird im Endeffekt sogar nur Vierter. Das ist besonders bitter. Severin Freund Zweiter. Andy Wellinger natürlich wieder. Der gewinnt ja alles. Bis auf den Gesamtweltcup wahrscheinlich. Er freut sich vollkommen zurecht. Und es wird jetzt ja auch nochmal Prämien geben, auch für den vierten Platz. Dann hoffe ich, dass das... Laute Musik! Entschuldigung, und 1800 Euro. 92.000 hat er jetzt. Jetzt gibt's das Finale des Nationencups. Ich mache jetzt gerade nochmal schnell das Training hier mit rein. Da sehen wir kaum Wind. 116 Meter ist der Schanzenrekord von Anni Goldberger. Okay. 116 Meter klingt ein bisschen krumm, aber was soll's. Meine Hand wird auch gerade ein bisschen kalt. Muss die Heizung gleich mal etwas höher drehen. So, da hinten sehen wir wieder das schöne Kraftwerk in Lahti, da lachst du nieder. Die finnischen Skispringer sind ja auch komplett am Boden. Ville Larinto ist, glaube ich, der Einzige, der bei der Vierschanzenturnier jetzt da so mitgesprungen ist. Oh, etwas schräg weggekommen. So, diesmal aber mit sauberem Telemark, etwas konzentrierter. Na, wie ist der Trainer, der jetzt auch da am Trainertisch dabei war? Der Finne Mika Kojonkoski, das war ja mal der Übertrainer. So genauso um dieses Jahr hier, 2007, da ist er von den Finnen zu den Norwegern gewechselt und hat aus denen super Springer gemacht. Unter anderem Sigurd Pettersen und so weiter hat er ja mit rausgebracht, wenn ich mich nicht täusche. Aber hört man auch gar nicht. Ich glaube, er ist jetzt irgendwo in der Entwicklung, Skientwicklung, sonst irgendwas unterwegs, haben die gestern im ZDF erzählt. Eigentlich ein super Trainer.
So, jetzt schauen wir mal. Richard Freitag, 7000 gewinnt er, als Vierter beendet, nochmal 8000 zum Glück bekommen. Und dann können wir auch fürs nächste Springen wieder wachsen. Den nehmen wir. So. Und dann ist auch alles wieder hergestellt, war jetzt natürlich ein bisschen doof, aber halb so schlimm. Dann machen wir noch den Trainingssprung mit Richie Freitag. Den letzten Trainingssprung lassen wir dann einfach mal weg. So spannend ist es ja nicht. 116 Meter Schanzenrekord, der sollte eigentlich wackeln in Lahti. Waren wir auch schon länger nicht mehr. Jetzt wird es ja wahrscheinlich nochmal die Skandinavien-Tour geben. Und jetzt schauen wir mal, was mit den Skiern mit Richie Freitag dann doch drin ist. Wenn wir nicht verdreht vom Schanzentisch wegkommen und da nochmal verdreht sind und hier nochmal verdreht. Und das war ein Scheißsprung. Ein Mistsprung war das. So. 103,5 Meter und ich verabschiede mich jetzt einfach mal hier während des Ausfahrens mit Richard Freitag. Und dann sehen wir uns in Lahti wieder. Wird zwei Springen in Lahti geben, wenn ich mich nicht täusche. Da machen wir immer drei, dass wir auch zwei verschiedene Schanzen drin haben. Und wie gesagt, nochmal danke fürs Zuschauen. Danke fürs Abonnieren. Danke fürs wirklich fleißige Liken, auch kommentieren. Dankeschön dafür. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Die Skisprungsaison ist noch lang. Ich werde es noch ein bisschen durchziehen, bis ihr keinen Bock mehr habt. Im Sommer wird es dann kein Skispringen geben. Davon könnt ihr ausgehen. Aber momentan, denke ich mal, macht es definitiv Sinn, Skispringen zu spielen. Es macht Spaß. Und ich denke mal, das Zugucken ist auch ganz, ganz okay. Kann man mal machen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bis morgen.